Du hast 25 Euro verdient. Deine Arbeit war ganz hervorragend. Hä, 25 Euro? Toll. Zeitung austragen soll bei Geldnot helfen, habe ich gehört. Oh Mann, oh, sei nicht so gemein zu mir. Alle sind so gemein. Pferdchen, komm. Reiten wir zurück. Mensch, sie sind alle so gemein zu mir. Aua. Es juckt mich. Was? Ob wir wohl eine Chance beim Springturnier haben? Nee. Weil ich gar keine Turnierkleidung herbekomme. Weg, aus dem Weg. Ich muss irgendwann mal herausfinden, wie man noch mal richtig springt, glaube ich. Ohne aber gleich aggressiv zu werden. Wenn sowas wäre ich denke mal total ehrgeizig. Und dann will ich es auch schaffen. Und dann nervt mich das dann, wenn der PC kommt und einen entweder in die Schule schicken will oder schlafen schicken will. Kann ja gar nicht dann aus. So, fertig. Warte mal hier. Ansprechen. Parcoursmittel bestätigen. Muss den ja schließlich noch mal üben. Um ja keinen Fehler zu machen. Oh, ich sag doch, um ja keinen Fehler zu machen. Was mache ich dann? Ein Fehler. Ey, zuerst zeigt er mir doch was an. Ey, was soll denn das? Ich hasse es. Nö, ganz im Ernst. Nö, lass mich hier wieder raus. Ich finde das auch voll dämlich, ey, dass man hier das nicht abbrechen kann. Warum kann ich denn hier nicht sagen, hier, komm. Ich möchte nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Warum kann man denn das echt nicht sagen? Ja, komm, lass mich in Ruhe. Ja, bla. Schön. So. Reg mich einfach schon viel zu leicht auf. Ich mach lieber Western. Da reg ich mich nicht auf. Das kann ich wenigstens. Für Springen bin ich einfach zu doof. So. Das macht mir wenigstens noch Spaß. So. Da drin bin ich jetzt tatsächlich gut. Hindernisse Gesamt 1, davon bestanden 1, Schwerpunkte 0, Zeitlimit 40 Minuten, Zeit 16, Abziel 4.0. So, schön. Sag doch, da drin kann ich. Bin ich wenigstens sehr gut. Aber springen ist ja gar nichts für mich. Ich hätte halt auch besser gewählt, weil ich besser einfach besser und geschicklicher bin. Aber nein. Mein PC meint ja nicht. Thank you.
So, abseiteln. Und Füßfettchen. Ich gehe erstmal zu der einen da unten zum Zaun. Mal sehen, ob ich die jetzt irgendwie ansprechen kann. Oder ich renne einfach wieder durch hier durch. Gut, nein, sie will nicht mit mir reden. Vielleicht du? Kannst du mir vielleicht Turnierkleidung leihen? Nein, tut mir leid, aber du findest bestimmt noch jemanden. Danke. Wie nett von dir. Puh. Sag doch, niemand mag mich. Du kannst mir anscheinend auch nichts leihen. Ich möchte jetzt noch nicht telefonieren. Vielleicht du? Ach Gott, ey. Doro. Die sind doch alle blöd. Hi, Annabelle. Du, ich habe mich für ein Springturnier qualifiziert und brauche deine Hilfe. Ah, hallo Pauline. Ein Springturnier? Super. Und wo drückt der Schuh? Naja, ich krieg einfach keine Turnierkleidung in meiner Größe. Und ich dachte, du sagst, du schaffst den Ochser nicht. Da hätte ich dir nämlich nicht helfen können. Ich habe hier noch eine Turnierkleidung, die ich kaum getragen habe. Die schicke ich dir mit der Post. Annabelle, du bist die Beste. Vielen Dank. Ja, sehr schön. Ja, du blöde Kuh, ich krieg wahrscheinlich noch meine Turnierkleidung. So. Naja, okay. Ich mache jetzt trotzdem einfach mal jetzt mal Schluss und Schnitt und so. Und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, auch wenn ich halt jetzt ab und zu sehr aggressiv geworden bin. Naja, okay, was heißt aggressiv? Aber genervt. Na, also, nein. Ich hoffe, ihr schaltet dann einfach beim nächsten Mal einfach wieder ein. Wenn es heißt, Let's Play die Reitakademie. Ach ja, muss ja noch speichern, ne? Wäre nicht schlecht. Let's Play. Ja, speichern. Ja. Naja, okay, so, jetzt habe ich wenigstens gespeichert und nö. Also, wie gesagt, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal ein und bis dann und tschüss.